So, also ich bin schon mal auf dem richtigen Weg. Ich bin fast im Ort. Frag nicht, Leute, wo ich jetzt hier gerade bin. Ich sag mal so, mein Navi hat gesagt, ja, dass ich hier durchfahren soll, weil wir mitten auf der Hauptstraße Richtung Kandelin eine riesengroße Baustelle haben. Und jetzt, ja, ich bin mitten im Wald. Kenne mich somit jetzt hier richtig gut aus und ich weiß nicht, wo ich bin. Es kommt jetzt gleich jemand vom Katastrophenschutz hier aus Kandelin und wird mich jetzt einweisen, denn ich habe gesagt, ich fahre jetzt erstmal nicht weiter, denn die Gefahr wäre viel zu groß, irgendwie mich festzufahren, denn ich weiß halt nicht, wo der Weg jetzt hinführt, ob ich jetzt wirklich mein Navi hier vertrauen kann, dass ich jetzt irgendwann mal wieder auf eine befestigte Straße komme. Also ich habe keine Ahnung. Also ich bin jetzt hier schon eine halbe Stunde circa durch den Wald gefahren. Ich dachte, es kommt irgendwann was, aber nein. So, dann kam hier halt so eine Fällerei. Hieß auch ein Förster irgendwie, wurde mir gesagt, er ist aber nicht zu sehen und ich sollte links fahren. So. Aber der Weg wird halt nicht besser. Ich dachte, hier kommt halt Straße und dann bin ich halt wieder auf dem richtigen Weg. Aber bisher sieht es halt noch nicht so aus. So. Denn ihr wisst ja, ich bin ja vor kurzem an der Ostseeküste losgefahren. Ich bin jetzt wirklich mehrere Stunden gefahren, bin fast am Zielort jetzt angekommen, eingetroffen, und muss das Fahrzeug heute hier nach Kannelin zum Händler bringen. Da wird das Fahrzeug weiter modifiziert, also kriegt eine neue Lackierung, wird angemeldet und dann wird noch was angepasst, falls irgendwie was noch irgendwas sein sollte. Ja, und dann war es das. Und dann gibt es demnächst, ich schätze mal, eine große feierliche Übergabe von dem brandneuen TLF 4000 von Ziegler. Aber bis dahin müssen wir jetzt erstmal ankommen. So. Ich habe schon überlegt, fahren wir doch jetzt ein Stückchen oder. Nee. Nee, das machen wir nicht. Nee, wir warten ganz kurz mal auf die Kollegen. Die sind schon auf dem richtigen Weg. Die Kollegen vom Katastrophenschutz aus Kandelin. Das sind auch die einzigen Leute, die Bescheid wissen, dass ja, die Freiwillige Feuerwehr Kandelin ein neues Einsatzfahrzeug bekommt. Liegt auch daran, weil der Händler genau auf dem selben Stützpunkt ist wie vom Katastrophenschutz. So, und deshalb haben die natürlich schnell Bescheid gewusst, was jetzt eigentlich los ist. Und ja, jetzt stehen wir erstmal im Wald. Hier ist die Straße. Und dann fahren wir erstmal hier durch. Also der Waldweg ist jetzt nicht der beste, muss man dazu sagen. Gott sei Dank hat es hier aber schon lange nicht mehr geregnet. Also ist der Boden relativ weich. Man kommt hier gut durch. So, jetzt muss ich bloß mal gucken, wo der Kollege ist mit dem Auflieger. Guckt euch das mal an. Also ich bin einfach durch den Wald gefahren mit so einem großen Gespann. Das ist Wahnsinn. Ohne Begleitung, ohne irgendwas anderes. Ach ja, guck mal, da ist er. So. Da ist der Kollege. Ja, das sieht gut aus. Dann bin ich ja richtig. Muss ich anscheinend doch den Weg runterfahren und dann kommt die Hauptstraße. Gut, dann müssen wir jetzt aber erstmal hier wieder rauskommen. Das ist natürlich jetzt auch nicht so einfach. Jetzt haben wir hier große Probleme. Oh, das wird, glaube ich, nicht passen. Warum bin ich hier durch den Wald gefahren? Oh je. Meint ihr, Leute, da kommen wir durch? Ich glaube, dieses Abenteuer wird jetzt erstmal hier ganz kurz beendet. Wenn ich da durchfahren sollte, das ist ein ganz schön großer Ast. Ich glaube, dann haben wir hier richtig viele Kratzer am neuen Fahrzeug. Das müssen wir auf jeden Fall vermeiden. Also ich muss jetzt irgendwas machen. Scheiße, ey. Ich muss irgendwas machen, damit ich jetzt hier durchkomme. Was? Ich hab nichts bei. Was soll ich machen? Ich werde ganz kurz mit den Förster reden und ja, das geht nicht anders. Ich muss da in den Wald. Ich habe ja gar keine andere Möglichkeit. Dann, na, wie mache ich denn das jetzt? Ich kann jetzt keine Fahrzeuge holen von der Feuerwehr. Die wissen dann gleich, was los ist. Die fragen ja, was ist. Und dann. Ey, na, das ist ja. Ey, ich hätte jetzt wirklich nie im Leben gedacht, dass das hier so schwierig wird, Leute. So, obwohl. Nee. Wir holen keine Drehleiter. Warte mal, ich ziehe mich erstmal um.
Ich brauche meine Einsatzklamotten hier, Leute. Das ist ja auch nicht schön, wenn man gar nichts anhat. So, wir machen jetzt mal Plan B. Ich packe mir jetzt gleich mal... Das machen wir so, genau. Ich packe mir jetzt erstmal eine Leiter ein. Eine Kettensäge. Benzin dafür. Mein Klettergurt. Und dann werden wir hier mit dem Logistikeranhänger in den Wald fahren. Ich hoffe, das klappt jetzt auch gleich, weil mit groß mit Wänden ist da jetzt nicht viel. Dann packe ich hier, nehme ich jetzt erstmal alles rein. Denn es gibt jetzt nichts Schlimmeres, als die Drehleiter dazu zu holen. Das wäre eine richtig schlechte Idee. Ich glaube, dann würde jeder nachfragen, wir können die nicht einfach nehmen. Dann packen wir uns die Kettensäge rein, die Leiter. Und dann fahren wir erstmal rüber in den Wald. Ja, und machen erstmal da ein bisschen Freischneiderarbeiten, damit der Transporter durchkommt. Also das ist ja überhaupt nicht cool, Leute. Also damit hat wirklich keiner gerechnet und nur weil ich jetzt durch den Wald gefahren bin, aber mein Navi hat mich eben da durchgelotst. Was soll ich machen? Das ging jetzt leider nicht anders, Leute. Das ist gerade überhaupt nicht schön, ich weiß. So. So, dann sieht man hier aber wirklich mal ein besonderes Bild. Also ein ganz normaler LKW von der Feuerwehr, vom Katastrophenschutz und dieser kleine Gerätewagenanhänger. Also das sieht man in der Regel eigentlich allerhöchstens nur einmal im Jahr, wenn überhaupt. Also ja, eigentlich fährt dieses Gespann hier nirgendwo hin. Aber wir müssen jetzt hier irgendwie ganz kurz improvisieren, damit wir da irgendwie hinkommen und dass wir da irgendwie alles frei bekommen. Das Problem ist jetzt einfach nur, ich wollte es jetzt noch nicht sagen, da kannst du nicht groß wenden. Also gerade jetzt wir vom Katastrophenschutz. Ich weiß jetzt nicht, wie genau ich das machen soll. Das kann nicht wahr sein. Das hätte man natürlich vorher sagen können, dass da eine Baustelle ist, dass man nicht direkt nach Kanlen durchfahren kann. Aber es gibt halt eine Umfahrung. So, aber die ist nicht durch den Wald. Gut. Dann schauen wir uns das jetzt mal an, Leute. Ich hoffe, wir kommen da durch. Okay. Dann lasst uns mal loslegen. Der Förster weiß Bescheid, wir dürfen entästen. Denn ihr seht es ja selbst, man kommt da halt eben nicht mehr weg. Da kannst du noch so viel nach vorne oder nach hinten fahren, es geht nicht. Und zurückfahren damit, das wird auch nichts. Wir lassen das lieber mal und nehmen uns jetzt unsere Kettensäge zusammen mit der Leiter. Und dann werden wir das hier erstmal freischneiden. Alter, das ist so Wahnsinn, Leute. So, jetzt muss ich da bloß ganz kurz hochkommen. So, der eine Ast ist schon mal weg. Also, problematisch ist es halt doch, aber anders geht's jetzt nicht. Wir könnten theoretisch noch den ganzen Baum umsägen, aber das dürfen wir natürlich dann auch wieder nicht. Wir dürfen jetzt nicht einfach drauf lossägen und die Bäume umsägen. Das geht natürlich nicht. So, und das sind alles hier Bilderzweige gefühlt. Also deshalb sind die auch so durchsichtig und man kann die nicht durchsägen. Wir müssen uns jetzt halt so vorstellen, dass alles ab ist. Und ja, meine Leiter, die fliegt mit. Die habe ich angeklebt, die ist riesig und ich kann halt hier bis nach oben und die ganzen Äste absägen. Das sieht schon wild aus, ne? Also richtig spannend heute hier. Die Folge 2 vom Abenteuer von Ostsee nach Kandelin. So, ich glaube, jetzt haben wir soweit alles. Ja, der LKW müsste durchkommen. So, ich gehe mal nochmal hier hinten gucken. Ja, hier sieht es nochmal genauso aus. Ah, ne, den Baum sägen wir nicht um. Das machen wir nicht. Da bezahlst du richtig viel Strafe, wenn du das machst. Also, das geht nicht. So. Dann bringen wir mal fix das wieder rein.
Und dann gucken wir uns das jetzt mal an. Also wie gesagt, ihr müsst euch das jetzt so vorstellen, Leute, dass die Zweige, die Äste weg sind. Also man kann die leider nur absägen, wenn man den Baum fällt. Das ist manchmal leider so und das kann ich jetzt leider nicht ändern. So, aber trotzdem müssen wir hier durch. Ich möchte jetzt endlich am Händler ankommen und das Fahrzeug da abliefern. Ohne, dass irgendwas kaputt geht. Es hat alles so gut funktioniert. Ich war nur einmal tanken bisher. Und jetzt sind wir hier mitten im Wald. Und man kommt nicht gut voran. Aber hier sieht es gut aus. Ja. Das funktioniert super. Jetzt kommen wir hier wenigstens gut durch. Ich muss ganz kurz den Kollegen mit dazu holen. Die müssen vorne die Straße erstmal dicht machen. Das wird auch nochmal ein Abenteuer, da erstmal rumzukommen. So, gut. Erstmal durch den Wald rasen. Und dann machen wir hier erstmal ein bisschen zu. Hier ist eigentlich wenig Verkehr, aber trotzdem ist es wichtig, dass wir hier die Straße absichern, damit hier jetzt keiner groß irgendwie durchfährt. Dass man jetzt hier auch ordentlich rausfahren kann. Guckt euch das da mal an. Ich bin quasi von hier oben gekommen. Das ist der Weg. Der ging ja hier in den Wald rein und da bin ich eine halbe Stunde da durchgedüst. Hab halt keinen Weg mehr gesehen, kein gar nichts und ich dachte, hier kommt gar nichts mehr und ich habe mich verfahren. Aber die Kollegen vom Katastrophenschutz hier aus Kannelin haben mich jetzt eingewiesen, ja, haben wirklich enorm geholfen und ich glaube, da vorne ist die Straße und ja, geil. Ja, ich freue mich. Jetzt können wir endlich unsere Fahrt hier fortsetzen und wie es aussieht, sind wir jetzt auf dem richtigen Weg und sind jetzt gleich in Kannelin. Das ist prima. Sehr schön. Sehr gut. Gut, Leute. Also, ihr seht's. Wir haben jetzt endlich richtigen Boden unter den Reifen. Ich bin so gespannt. Jetzt müssen wir nur noch die Hauptstraße folgen, meinte der Kollege dann. Bis vorne zur Kreuzung, dann links, steht er auf dem Schild dann drauf. Und dann kommt der Händler irgendwann auf der linken Seite, den kann man nicht übersehen. Ja, genau, auf dieses Schild habe ich doch gewartet, ja. Oh, ich muss das ganz kurz festhalten, ich mache hier ein Bild kurz. Da bin ich, das ist Kannelin, ja. Ach, schön. Genau, und von hier wäre ich eigentlich normalerweise gekommen, aber irgendwo da hinten ist eine Baustelle und da bin ich nicht weitergekommen. Sondern demnach hat sich mein Navi so gedacht, ach, den schick mal durch den Wald. Kürzeste Route, geht am schnellsten. Ja, und schon bin ich im Wald gelandet. So, jetzt muss ich nur aufpassen. Wir müssen das Horn jetzt erstmal gleich auslassen. Blaulicht darf ich anlassen. Aber ich will halt wirklich nicht, dass irgendjemand uns da sieht. Denn wir müssen das Fahrzeug ganz schnell reinstellen in den Unterstand, in die Werkstatt sozusagen. Und dann wird das erstmal da drin stehen bleiben. So, denn die Überraschung soll immer noch laufen und wir wollen unbedingt das Fahrzeug dann feierlich übergeben. Dann werden wir damit rüberfahren zu den Kollegen und dann machen wir da so eine große Einweihungsfeier. Aber wirklich auch nur für die Einsatzkräfte. Also diesmal ist es kein Tag der offenen Tür oder irgendwas. Diesmal ist es eine offizielle Fahrzeugübergabe. So. Ach, ist das herrlich, Leute. Also, es ist Land in Sicht, wir haben endlich die richtige Straße, den richtigen Ort. Ich glaube, hier müssen wir rein. Ja, das müsste der Händler sein. Ja, genau, Base. Das ist der Händler, wurde mir auch gesagt, wo ich losgefahren bin. So, jetzt muss ich bloß gucken, wo ich genau hin muss. Ich glaube, ich muss einmal rumfahren. Hier sind da auch Spuren auf der Straße, auf dem Weg. Ja, das ist die Halle. Genau, hier müssen wir hin. Ey. Ich kann es nicht glauben. Ich kann es nicht glauben. Wir haben es geschafft. Leute, wir haben es. Ups. Ich hoffe, das hat jetzt keiner gehört. Falscher Knopf gerade. Wir haben es geschafft. Boah. Alter. Wir haben es geschafft, Leute.
von der Ostseeküste losgefahren bis nach Kandelin. Der Feuerwehrtransport XXL ist gelungen. Das Abenteuer ist hiermit beendet und wir können das Fahrzeug jetzt hier endlich vom Auflieger runterfahren und erstmal, ich glaube, rein in die Garage hier, ne? Ich gehe mal kurz gucken. Ja, so hier rein, ne? Ja, sieht danach aus. Machen wir mal alles auf. Jetzt nur noch das Fahrzeug ganz sicher abstellen. So, das nochmal. Ja, ein bisschen schwierig, aber eigentlich passt das. Ja. Ganz easy, ganz einfach. Wir haben es geschafft, Leute. Das Fahrzeug ist jetzt in der Halle. Wird hier jetzt bearbeitet, konfiguriert und dann demnächst an die Kollegen der Freiwilligen Feuerwehr Kandelin übergeben. Ey, ihr glaubt es nicht, Leute. Also, ich hätte nicht gedacht, dass es jetzt zum Schluss noch so schwierig wird, aber es steht da, genau so haben wir uns das alle gewünscht. Die Partnerfeuerwehr Ostsee an der Ostseeküste hat es jetzt erfolgreich geschafft, das Fahrzeug nach Kandelin zu bringen. Ich werde jetzt erstmal, ich glaube, einen Tag bleibe ich hier, noch die Nacht verbringen und dann werde ich morgen früh wieder aufbrechen Richtung Ostseeküste und somit haben wir es geschafft. Geil. Geil, einfach geil. Ich bin so gespannt, was die Leute, die Kollegen, die Kameraden aus Kandelin dann sagen. Also die werden Augen machen, die werden es gar nicht glauben können. So ein brandneues, schönes Einsatzfahrzeug, hochmodern. Das wird geil. Das wird richtig geil. Ja, Leute. Fandet ihr das Abenteuer von Ostsee nach Kandelin auch geil? Kommentiert gerne mal. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ja, gerade auch, dass wir ja, durchs Navi im Wald gelandet sind und nicht mal weitergekommen sind. Dann gab es hier noch so einen kleinen Feuerwehreinsatz mit dem Katastrophenschutz aus Kandelin. Hat aber doch alles noch gut funktioniert und somit abgehakt. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Das Abenteuer ist durch. Ich habe es geschafft. Wenn ihr Ideen habt, was ich vielleicht demnächst nochmal transportieren soll, dann gerne mal schreiben. Vielleicht habt ihr irgendwie eine Idee, vielleicht von Kandelin nach Ostsee irgendwas bringen oder andersrum oder woanders hin. Sagt mir Bescheid. Schreibt es gerne rein unter dem Video und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis denn, Leute. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Macht's gut. Bis denn. Schönen Tag gewünscht und ciao.